Willkommen zurück. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Meine Stimme ist immer noch im Arsch. Jetzt müssen wir... Ich wurde vom gefallenen Verwandten, machen wir später. Ich werde eigentlich das hier beenden. Vampirverstecke markieren. Und auf dem Rückweg waren die Gegner natürlich noch härter als vorher. Die haben nämlich nicht locker gelassen. Die haben hier schon wieder gestunt. Also fast umgebracht da zwischendurch. So. Stück. Vampirblut oder habe ich jetzt genug? Eigentlich müsste ich genug haben. Davon habe ich nicht genug her. Warum wird mir das eigentlich nicht angezeigt hier? Das ist echt eine Frage. Oder ist das kein Schreinermaterial? Fesseln könnt ihr auch. Es gibt keine schlimmere Art, Ability, mich zu fesseln. Das finde ich immer scheiße. So, wo muss ich hin? Ach, da hinten, wo die Wolke sich einsaugt. Warum setzt ihr mein Volk dieser Gefahr aus? Wie? Welches Volk? Eine Ernterin. Tut es nicht. Das sind nicht böse. Alter, komm zu heilen. Du hast das Gefühl, seitdem ich Veteran bin, sind die Gegner irgendwie zweimal so hart wie vorher. Das Spiel zieht richtig an. Ich werde mal kurz die zwei Punkte verteilen, die ich gewonnen habe. Das war einmal hier auf Ausdauer und ich würde gerne die Lebensregeneration haben. Gab's die hier? Ja, die gab's denn da? Irgendwo. Hä? Nee? Was doch hier? Sag mal, spinn ich oder was? Verbessert eure Vitalität, das muss ja... Offenbar ist es nicht hier. Ja, was könnte man gut nehmen? Eigentlich alles. Weil dann lieber bessere Resistenz hier. Ach, wo war die Regeneration? Die war doch hier irgendwo, oder? Na, ja, hier. So, Skyrim-Reflex. Ich wollte gerade abspeichern.
Seitdem bei mir bei Skyrim immer das Spiel spioniert, muss ich immer abspeichern. Coole Abkürzung. Sollte eine grausame und ekelhafte Aufgabe, die der Elf euch aufgetragen hat. Oh, da wurde ja wieder geholfen, ey. Das ist so kacke. Finde das Ehrenteerherz. Das Ehrenteerherz. Allein schon das. Der Titel ist schon heftig. Das heißt, ich darf die Folge auch so nennen. Ich brauche keine Hilfe. Hau ab. Können jetzt auch. Wisst ihr was? Ich mach mal das hier. Das ist der Wegschrein oder? Ah, hier. Nee, das ist immer noch kein Kalthafen. Ich muss nur hier hin. Aber da war die Anzeige gerade verpackt. Der ist doch da, oder? Der ist doch in der leeren Stadt. Da muss ich doch hin. Also wenn die jetzt woanders ist. Ja, siehst du, er trinkt doch ein. Ich kann eigentlich auch im Reiterstall vorbei, weil ich muss da sowieso hin. So, Stallmeister, gib mir mehr Tragekraft. Ich habe meine Familie in. Es ist so schön zu hören, dass die Magiergilde ein neues Republikum ist. So, da wären wir. Zum strahlenden Stern. Heute mal nicht so strahlig, da ist ja ein guter Grunzka schon. So viel Tod und Zerstörung. Ich weiß nicht, warum ich überrascht bin. Ich hatte nie erwartet, dass Kalthafen ein Spaziergang im Schnee wäre. Ich bringe Kunde von eurer Vetterin. Noch mehr traurige Kunde? Diese verfluchte Domäne ist voll davon. Trotzdem ist es besser, Gewissheit darüber zu haben, was Netira widerfahren ist, als sich auf ewig zu fragen, welches Schicksal sie ereilt hat. Vielen Dank dafür. Okay. Das wäre erledigt. Es war wirklich nur noch das Ernteherz übrig. Auch. Kalthafen ist zwar irgendwie cool, es hat was, aber es ist nicht meine Lieblingslandschaft, muss ich sagen. Ah, darüber. Alter, was für ein Sprung. Aber ich bin froh, dass es hier zumindest sowas gibt hier. Auch wenn es nicht richtig funktioniert. Das hatte ich lustigerweise beim Molag-Ball auch gehabt. Molag-Ball. Da war ich noch nie. Bei Hemios Mora heute. Irgendwie backt alles hier rum und voll die Lex-Bikes und alles mögliche. Ja, super, schon wieder wie man. Oh, Stufe 45. Respekt. Also 45er Stufe würde ich mich nicht in einen 49er Level trauen. Der ist ja für mich schon fast Hardcore. So, wir gehen das Erdteil jetzt suchen.
Das kann ja nur da vorne liegen. Ich will mal bitte von der Mitte aus dahin gehen. Ja, natürlich. Warum nicht? Bring sie um. Meine Viecher, die sich nie spawnen lässt. Jesus Christus. Zurück, üble Verführerin. Ich werde mir eure Lügen nicht länger anhören. Dickköpfige Elfen. Vielleicht ist eure Begleiterin hier guten Argumenten gegenüber aufgeschlossener. Ja, das sieht doof aus. Das Bild, was ich vorher hatte, war besser. Virgar die Rote. Ich hoffe, dass ihr vernünftiger seid als euer Gefährte. Mein Angebot ist völlig logisch, wenn man die Alternativen betrachtet. Wer seid ihr? Manche nennen mich die blutrote Matrone. Andere die Konkubine Kalthafens. Ich bin eine Vampirälteste, von Molag Baal ins Leben gerufen. Dies sind meine Kinder. Doch sie wurden vom Herrn der Gewalt geknechtet. Ihr möchtet mir also sagen, dass ihr hier das eigentliche Opfer seid? Meine Kinder schützen diesen Fruchthain, weil Molag Baal es befiehlt. Sie sind nicht böse. Sie sind Sklaven des Ernteherzens. Helft mir, sie zu befreien, anstatt sie zu vernichten. Stellt euch das einmal vor, eine Armee aus Vampiren, die euch einen Gefallen schuldet. Klingt eigentlich nicht schlecht. Was schlagt ihr vor? Das Ritual, das der Elf durchführen will, wird meine Kinder in den Wahnsinn treiben. Doch es gibt eine bessere Lösung, falls ihr bereit seid, auf die Vernunft zu hören. Molag Baal ist hier der wahre Feind. Lasst mich euch helfen, meine Kinder aus der Knechtschaft des dunklen Fürsten zu befreien. Dann gewinnen wir beide. Falls ihr gerade was geknacken gehört habt, ne, das war mein Kiefer. Es tut richtig weh. Aua. Erzählt mir mehr darüber, was ihr vorhabt. Ich kann mein eigenes Ritual durchführen. Ich werde das Ernteherz vernichten und meine Kinder befreien. Helft mir dabei, das zu tun. Und meine Kinder werden in eurer Schuld stehen. Sie werden euch sicheres Geleit durch den Fruchthain und Unterstützung gegen Molag Baal bieten. Ich sehe da auf jeden Fall eine Chance und eine Gefahr drin. Die Chance ist, dass wir eine Armee gegen Molag Baal gewinnen. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Gefahr ist, dass wir eine Armee Vampire auf Nirn loslassen. Andererseits bin ich schon mit vielen fertig geworden. Ich muss erst mit Vanus Galerion sprechen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Natürlich. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Es ist ja nicht so, als ob ihr versuchen würdet, eure Welt von Molag Baal zu retten oder so. Oh, Moment. Genau das versucht ihr ja zu tun. Ich werde eurer Entscheidung entgegenfiebern. Ich finde, Vampire sind eigentlich von der Grundeinstellung nicht böse. Serana war ja auch nicht so. Die, ich glaube, immer noch gefangen sein dürfte in Skyrim. Nimmelsrand. Ihr könnt ihren Vorschlag nicht wirklich in Erwägung ziehen, oder? Sie ist ein verwirrter Vampir, um Magnus Willen. Ihr glaubt nicht, dass wir ihr vertrauen können? Sie ist eine Vampirälteste. Diese Monster freizulassen wäre so, wie in einer Festhalle der Nord die Essensglocke zu läuten, obwohl das Mahl noch gar nicht aufgetischt ist. Ihre sogenannten Kinder betrachten uns nur als Futter und sonst nichts. Der einzige logische Ausweg besteht darin, das Ritual durchzuführen. Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Beides ist gut. Allerdings habe ich jetzt... gehen wir das Risiko ein? Habt ihr meinen Vorschlag in Betracht gezogen? Werdet ihr mir helfen, meine Kinder zu retten und zu befreien? Ist das das Ende jetzt da vorne? Oh, ho, ho, ho. Oh, toll, du Penner. Toll, ihr Penner. Verschwindet. So, ich wollte ein Foto machen. So. Sagen wir es mal so. Ich weiß, dass Vampire nicht grundböse sind, weil ich kenne einen. Den kennt man eigentlich nur, wenn man das Durchsturzbündnis spielt, nämlich, ich zeige ja mal den Ort, nämlich hier ist eine richtig geile Geschichte übrigens, eine sehr coole Story. Kluftspitze ist auch sowieso mein Lieblingsort. Da geht es um diesen Punkt hier. Und hier ist auf jeden Fall auch ein Vampir. Und der ist nicht böse. Schon wieder diese Wachschau unterwegs, ja, die einfach nur die Gegner mitziehen. So. Ne, deswegen werde ich mich entscheiden und das Herz, sag ich mal, vernichten und die Vampire befreien. Habt ihr meinen Vorschlag in Betracht gezogen? Ihr könnt ihren Vorschlag nicht. Sie ist eine Vampirälteste. Doch, ich muss ihr springen. Diese Monster freizulassen wäre so. Wirklich? Ihr müsst euch erst mit einem Monster besprechen, bevor ihr bereit seid, dem großen und mächtigen Vanus Galerion zu helfen? Oh, na schön. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich werde hier warten, bis ihr eine Entscheidung getroffen habt. Ich habe sie schon getroffen. Ich wollte nur deinen Dialog beenden. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gedacht hättet. Und nochmal, um die Frage aufzuwerfen, schreibt doch gleich, ob ich am Ende nach dem theoretischen Finale von ESO, ob ich mich mal zum Vampir oder zum Werwolf machen soll. Da nehme ich euch, da entscheiden, lasst euch einfach mal entscheiden. So oder so, ich werde beide Methoden zeigen.